Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Hallo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Das Video wird super random sein, es wird richtig random sein. Aber ich wollte euch trotzdem an diesem Ereignis teilhaben lassen. Ihr alle kennt Bounty, das ist mein erster Hund. Ich habe ein Video gedreht, wie ich sie, ich muss da hingucken, wie ich sie abgeholt habe. Und das gleiche möchte ich bei meinem Hund auch tun, bei meinem zweiten Hund. Bisschen lost. Ich muss jetzt los, deswegen bin ich richtig unter Zeitdruck. Bounty, sind wir unter Zeitdruck? Wir sind richtig unter Zeitdruck. Ein paar Side-Facts. Ich war vor 2 Monaten in Rumänien mit Hunderunde und ich habe diesen Hund getroffen. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und ich war so, sie muss ein Zuhause haben. Sie muss in meinem Zuhause mit mir sein. Das ist ein Mischling. Wir wissen nicht, wie groß sie wird. Circa 50 cm. Und ja. Ich warte gerade auf Nika im Auto. Sie bringt gerade Bounty weg. Jetzt kommt sie gerade, oder? Sie ist so aufgeregt, so aufgeregt. Kann man bitte rein? Ich glaube, aufgeregter kann man gerade gar nicht sein. Cosima ist gerade noch mal reingerannt, weil ich einfach meinen Ausweis vergessen habe. Die haben... Okay, ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass sie in Würzburg jetzt schon 15 Minuten früher sind. Das heißt, in einer halben Stunde sind die da. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen. Ich werde so düsen wie noch nie in meinem Leben. Hallo. Schnell, schnell, schnell. 15 Minuten früher sind sie da. Was? Was machst du? Ich bereite die Leine vor. Jetzt lege ich die Pippi-Pads aus. Molly. Molly ist ihr Name. Molly, 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 Molly. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Okay, alles wird gut. Solange du wild bist, da ist sie. Da ist Molly. Oh, sie ist groß. Sieht so anders aus, gell? Findest du? Ich finde, sie sieht echt so aus, nur wie größer, wie damals. Sollen wir losfahren? Ich kann noch jetzt nicht sie hier allein. Soll ich aufhören zu filmen? Ja! Super! Fein! Ich erkunde jetzt weiter. Wie sie rumtapselt. Ja, hallo. Hallo. Oh Gott, du bist ja winzig. Ich weiß auch nicht. Das heißt, dass sie schützt. Oh. Wo geht's? Was ist das? Alles gut. Das ist nur unser Staubsauger. Daran musst du dich jetzt gewöhnen, gell? Was ist hier dann? Vielleicht fällt ja noch was zu essen runter. Vielleicht fällt ja noch was zu essen runter. Alle schlafen. Und wie geht's dir hier so? Leute, sie hat die krassesten Augen ever. Sie hat wirklich krasse Augen. Ich wollte euch einfach mal von der Nacht mit ihr berichten. Denn ich glaube, das ist auch sehr interessant zu wissen. Ich war total fertig. Wir sind um 1 Uhr ins Bett gegangen. Jetzt geht sie runter. Das
ich wollte sie nicht aufs Bett lassen, aber sie hat halt so geweint und das hat mir halt auch super leid getan, weil das halt alles für sie eine komplette Umstellung ist. Von ihrem Bruder weg und von ihrer gewohnten Umgebung weg, auf einmal bei so vielen Menschen zu Hause. Dann habe ich sie in mein Bett geholt und dann hat sie wirklich die ganze Nacht durchgeschlafen. Sie hat auch noch nicht einmal in die Wohnung gemacht. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht noch passieren wird, aber bisher hat sie es nicht gemacht. Sie hat zweimal draußen Pipi gemacht und einmal groß. Danach sind wir aufgestanden um 8.30 Uhr, so lange hat sie durchgeschlafen. Und dann habe ich sie direkt rausgetragen und sie hat auch direkt Pipi draußen gemacht. I'm proud of you. Ich bin richtig stolz auf dich, Molly. Richtig stolz. Willst du zu deinen Fans noch was sagen? Sie hat gesagt, sie liebt euch. Hallo. Sie ist der wohl verkuschelste Hund der Welt. Sie ist so verkuschelt. Ich wollte schon immer einen Kuschelhund, weil Bounty kuschelt nicht. Aber das ändern wir, weil Bounty wird so eifersüchtig sein, dass sie auch kuscheln wird. Ja. Das war ein Tschüss von Molly.